Die Schäden in der Natur, die durch Kriege verursacht wurden und leider immer weiter verursacht werden, führten und führen zu nachhaltigen, destruktiven Veränderungen. Mit der Umwelt stirbt auch die Lebenswelt der Menschen. Da nutzt es wenig, wenn Armeen wie die Bundeswehr mit Kindergärten ausgestattet und zu familiengerechten Normalbetrieben mit Kitas und Teilzeitarbeit umgebaut werden sollen. Kill-Life-Balance. Das alles ist zwar gut, fair und innenpolitisch sauber, Soldaten sind schließlich Arbeitnehmer mit gleichen Rechten. Andererseits, wenn es losgeht im Ernstfall, wird jeder Krieg mit oder ohne Kita dreckig. Jeder Krieg ist ein Weltuntergang, auch wenn er nicht gleich ein Weltkrieg ist. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Heute zum Thema 1914-2014. Die Zeit um 1914 ähnelt, wie Sie sehen werden, 2014 mehr, als man auf den ersten Blick vielleicht vermuten sollte. Dabei scheint es, als hätten erst die beiden Weltkriege all die großen Veränderungen verursacht, mit deren Auswirkungen wir es, ähnlich wie mit den Umweltschäden, bis heute zu tun haben. Nicht nur in der Natur hat der Krieg ein brutales, trauriges Nachspiel. Der Tod des Baggerfahrers in Euskirchen, der vor kurzem im Schutt auf eine Fliegerbombe stieß und durch deren Explosion starb, zeigt, wie dicht unter der Oberfläche, buchstäblich im Schutt unserer Vergangenheit, die längst vergessenen Reste des Krieges immer noch versteckt liegen. Damals wie heute verändert technischer Fortschritt das Leben der Menschen grundlegend. Massenproduktion nimmt Einfluss auf die Märkte. Die Wirtschaft agiert global. Damals wie heute geht die Geburtenrate in den westlichen Industrienationen dramatisch zurück. Die Angst vor sogenannter Überfremdung wächst. Wohlstand schottet sich ab. Damals wie heute, das Leben wird schneller. Wer nicht mithält, bleibt auf der Strecke. Damals wie heute eröffnen Wissenschaft und Forschung den Menschen neue Dimensionen. Damals siegte man über Pest und Cholera, heute arbeiten die Forscher an der biologischen Unsterblichkeit. Die Optimierungsspirale ist nicht mehr aufzuhalten. Die Welt- und Geldwirtschaft programmiert auf grenzenloses Wachstum. Damals unaufhaltsame Beschleunigung und Mobilität. In den Megacities der Zukunft verschwimmen die Grenzen zwischen realer und virtueller Welt. Das war nur ein erster Eindruck von den vielen Parallelen 1914-2014. Die Parallelen von damals und heute sind groß und größer, als man vielleicht anfangs eben vermutet. Entscheidende Hinweise darauf verdanken wir dem 2008 zunächst auf Englisch erschienenen Buch Der taumelnde Kontinent des Historikers Philipp Blom. Derzeit forscht Blom in Los Angeles. Wir trafen ihn vor einigen Wochen in Wien. Das ausführliche Interview finden Sie auf unserer Internetseite www.dreiseit.de/skobel. Als die, die in der Gegenwart leben, neigen wir dazu anzunehmen, wir seien die Avantgarde. Wir hätten alles erfunden und alles geschehe heute zum ersten Mal. Das ist jedoch nur eine Form von historischem Alzheimer. In Wahrheit ähneln sich die Grundstrukturen und Mustern der Geschichte über die Jahrhunderte hinweg durchaus auf erstaunliche Weise. Was also sind die kulturell, gesellschaftlich, politischen, aber auch technisch-wissenschaftlichen Parallelen? Darum soll es heute gehen und wir beginnen mit einem Thema, das uns allen ungeheuer gegenwärtig ist, das aber normalerweise kaum jemand überhaupt mit der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg verbindet. Der Wandel der Geschlechterrollen war sicher die tiefgreifendste soziale Veränderung am Anfang des 20. Jahrhunderts. Um ihre Familien zu versorgen, mussten immer mehr Frauen in den Städten arbeiten gehen. Dabei entwickelten sie ein eigenes politisches Bewusstsein. Die Frauenbewegung eroberte alle Industrienationen. Und die Forderung nach Gleichberechtigung beschränkte sich bald nicht nur auf das Wahlrecht, auf Lohnzahlungen oder Studiermöglichkeiten. Sie revolutionierte das gesamte Verhältnis der Geschlechter von Grund auf. Da gibt es eine großartige feministische Schriftstellerin, Rosa Mayreder in Wien, die dann sagt, das alte Bild von Männlichkeit hat ausgedient. Heute braucht es keinen starken Arm mehr, keinen eisernen Willen, keinen enormen Mut, um im Schlachtfeld zu bestehen. Heute kommt es darauf an, den richtigen Knopf zu drücken oder die richtige Information zu finden. Und das können Frauen genauso gut. Das ist diese alte Männlichkeit ist ein Popanz geworden, die ist ein Totem, das vor dem man noch Opfer darbringt, aber der eigentlich nicht mehr lebendig ist.
Und das hat die Männer sehr stark in die Defensive gedrängt. Als Kompensation bildete sich damals ein Kult übersteigerter Männlichkeit aus. Bodybuilding, Uniform tragen und eine tiefe Verachtung alles Weiblichen. Ähnliches kann man auch heute in Ländern beobachten, die einem starken Modernisierungsdruck ausgesetzt sind. Frauen werden unterdrückt und terroristische Gewalt verherrlicht. Frauenverachtung und Macho-Gehabe ist aber auch ein zentraler Modus westlicher Rap-Kultur. Zeig mir deine Mom, ich smack diese Vollblutschlampe und in Zukunft nimmt sie statt der Treppe die Rollstuhlrampe. Die Bedrohung der Männlichkeit vor dem Ersten Weltkrieg hatte aber noch eine andere Ursache. Die rasante Beschleunigung der Welt durch technische Neuerungen. Viele Männer fühlten sich nervlich dem Tempo nicht mehr gewachsen und brachen zusammen. Damals nannte man dieses Massenphänomen Neurasthenie. Heute spricht man von Burnout. Große Angst bereitete den Gesellschaften damals der plötzliche Geburtenrückgang durch Stadtflucht. Auch dieser Konflikt ist noch heute aktuell. Der Geburtenrückgang ist begleitet vor der Angst vor Migranten, vor Überfremdung, verbunden mit der Gefahr von Rassismus und Antisemitismus. Der Erste Weltkrieg brachte das Ende der europäischen Monarchien. Mit dem Kriegseintritt der Amerikaner begann eine neue Weltordnung. Und heute? Die USA haben ihren Führungsanspruch politisch und moralisch verspielt. Das Machtzentrum verschiebt sich nach China. Und wo bleibt Europa? Europa ist im Moment so in einem Zustand des enormen Reformbedarfs. Es muss ein klar demokratischer, föderaler Staat werden. Sonst hat es in der Welt nicht mehr mitzusprechen. Dänemark wird kein Handelsabkommen mit China schließen können und als gleichwertiger Gesprächspartner am Tisch sitzen können. Deutschland und Frankreich auch nicht. Nur Europa kann das. Dafür muss es aber eine klare demokratische Struktur haben. Dafür muss es auch Entscheidungsstrukturen haben, die es ermöglichen, schnell genug Entscheidungen zu treffen. Völlig neu am Anfang des 20. Jahrhunderts war die Massenproduktion von Gütern des täglichen Bedarfs und die Globalisierung des Handels. Die ersten Warenhäuser entstanden. Der Bürger wurde zum Konsumenten. Wissen Sie nicht, wenn man früher Geld hatte, im 19. Jahrhundert, dafür gab es dann vielleicht gar nicht so viel zu kaufen. Es gab nicht diese Konsumtempel, wo man rein spazieren konnte und endloses Geld loswerden. Das haben wir heute, das hat damals angefangen. Wir sind nur viel stärker drin, glaube ich. Und diese Angst, abgesehen von den wirklich großen existenziellen Ängsten, aber diese Angst, nicht mehr teilnehmen zu können. Die Tatsache, dass als Bürger haben Sie eigentlich ein Recht dadurch, dass Sie existieren. Als Konsument haben Sie nur ein Recht dadurch, dass Sie Kredit haben. Das ist was anderes. Und wenn der Ihnen ausgeht, dann sind Sie nicht mehr dabei, dann gehören Sie nicht mehr dazu. Das ist, glaube ich, unsere Angst geworden. Diese Angst ist neu. Sie zwingt uns in die Tretmühle des Gelderwerbs und macht uns zu Gefangenen von Markenprodukten und Gadgets. Wir wissen, dass dies auf Kosten der Umwelt geschieht, dass unser Reichtum auf dem Elend anderer basiert. Wir wissen, welche Konflikte um Ressourcen uns drohen, aber wir tun nichts. Das Vertrauen in den demokratischen Staat schwindet. Die Erwartung, dass alles so weitergeht, ist heute zur Bedrohung unseres Wohlstands geworden. 1914 war eine Welt, die in die Zukunft explodieren wollte. Wir wollen keine Zukunft. Wir wollen, dass die Gegenwart nicht aufhört. Aber wir wollen um Gottes Willen keine Veränderungen. Und deswegen leben wir in so einer seltsamen Zeit der Verhinderung von Zukunft, der Verhinderung von Veränderung. Leider ist das genau das, was die Monarchen um 1914 probiert haben zu tun, Zukunft und Veränderung zu verhindern. Und sie haben uns gezeigt, wenn man versucht, Zukunft zu verhindern, wird sie einen irgendwann einfach überrollen. Was kann uns aus dieser Zukunftsverweigerung herausholen? Reagieren wir auf Gefahren erst, wenn es zu spät ist? Und um das zu beantworten, stelle ich Ihnen zunächst mal die beiden Gäste der heutigen Sendung vor. Zunächst begrüße ich Claudia Bruns. Schönen guten Abend. Hallo. Professorin für historische Anthropologie und Geschlechterforschung am Institut für Kulturwissenschaft der Humboldt-Universität Berlin. Außerdem als Historikerin Mitglied des dortigen Instituts für Geschichtswissenschaften. Spezialgebiet unter anderem europäische Kulturgeschichte, Europa im kolonialen Spiegel und Geschichte der Männlichkeit. Und das ist Ihr Buch Politik des Eros, der Männerbund in Wissenschaft, Politik und Jugendkultur.
Und ich begrüße Herfried Münkler. Schönen guten Abend. Abend. Professor für Politikwissenschaft, ebenfalls an der Humboldt-Universität Berlin, Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und Autor einiger inzwischen als Standardwerk geltender Bücher, darunter Die neuen Kriege und Imperien, die Logik der Weltherrschaft vom alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten. Und Ihr aktuelles Buch, das ich auf unserer Internetseite besprochen habe, heißt Der große Krieg, die Welt 1914 bis 1918, ist bei Rowohlt Berlin erschienen und zurzeit auf den oberen Rängen der Bestsellerlisten. Frau Bruns, Philipp Blom sagt, die Frauenbewegung hat zum Ausbruch des Krieges mit beigetragen. Warum? Der Krieg ist eine männliche Gegenreaktion, also trug zur Militarisierung der Gesellschaft bei. Können Sie da was mit anfangen? Fände ich so etwas problematisch zu sagen, dass die Frauenbewegung direkt zum Ausbruch des Krieges beigetragen hat. Wenn, dann war es vielleicht eher die Dynamik der Geschlechterbeziehungen, die sich in der Zeit verändert. Frauen brechen auf, versuchen sich neue Rechte zu erkämpfen, tun sich zusammen, sind aber immer noch um 1900 ausgeschlossen von politischer Partizipation wie auch von Bildungschancen. Und sie gründen erstmals Vereine, in denen sie dafür kämpfen, dass sie politische und Bildungsrechte bekommen. Und die politischen Rechte treten etwas in den Hintergrund, weil man merkt, das ist zu schwer zu erreichen. Also setzt man sich zunächst mal für Gymnasialkurse ein für Frauen und dann für die Möglichkeit zu studieren. Und es gibt gleichzeitig eine soziale Frage. Frauen verlassen auch mitunter die Ehe, müssen für sich selber sorgen. Es gibt die sogenannte Frauenfrage zu der Zeit, die diskutiert wird zusammen mit der sozialen Frage, weil die Arbeiterinnen mussten ja immer arbeiten. Also die Frage, ob Frauen arbeiten oder zu Hause bleiben, hat sich hauptsächlich für die Bürgerinnen gestellt. Und der Aufbruch der Frauen hat vielleicht dazu beigetragen, dass nun eine Männerfrage entstand, die sich vorher nicht so gestellt hat, weil Männer sich als die natürlichen Dominierer zu Hause und auch im politischen Bereich empfunden haben. Dieser Ausbruch war ja nach dem oder mit dem Ende des Ersten Weltkriegs vorbei. Da haben sich ja die Geschlechterrollen wieder sozusagen rückentwickelt, so wie es noch vor der Jahrhundertwende war. Ja, nicht nur. Es gab ja dann auch den Aufbruch der neuen Frau, also die dann natürlich auch so ein Großstadtphänomen war. Frauen hatten kurze Haare, den Bubikopf. Es gab auch durchaus da Modernisierungstendenzen. Frauen haben sich neue gesellschaftliche Bereiche erobert, haben als Schriftstellerin und Künstlerin agiert. Also da gab es schon auch nach dem Krieg Tendenzen. Aber wo Sie recht haben, dass erstmal eben dieses Geschlechterverhältnis vor dem Ersten Weltkrieg intensiver diskutiert wurde und nach dem Ersten Weltkrieg durch die Militarisierung das Thema erstmal in den Hintergrund trat, weil vermeintlich die Männlichkeit, die soldatische Männlichkeit sich ja auch durchgesetzt hatte und in neuer Weise gestärkt hatte. Darf jeder jetzt frei assoziieren, was das mit der heutigen Diskussion über das Verschwinden des Mannes zu tun hat. Herr Münkler, ein weiterer Aspekt, der aufkam, war die Angst vor der sogenannten Überfremdung. Das ist ja ein Begriff, den wir normalerweise mit dem Nationalsozialismus verbinden, also mit dem Zweiten Weltkrieg. Wie hängt das nun wiederum mit den Entwicklungen zusammen? Also wir beobachten sicherlich vor 1914 einen komplexen Prozess. Es gibt diese multiethnischen und multireligiösen Imperien im Osten, das Habsburgerreich, das Zarenreich und das Osmanische Reich, die die nationalistischen Konflikte in Grenzen halten. Mhm. Also 11 verschiedene anerkannte Nationen innerhalb der Habsburger Monarchie. Und die Gegner dieses, wie man später gesagt hat, Völkergefängnisses setzen darauf, Nationalstaaten zu gründen, also die Nation und den Territorialstaat zur Deckung zu bringen, was in der Regel darauf hinausläuft, dass man Fremde in einem dramatischen Sinn, aber als Minderheiten inkludiert hat. Und die möchte man dann gerne vertreiben oder assimilieren. Auch das hat natürlich wieder viel, also wenn man an die Diskussion um Serbien im Moment denkt und an den Jugoslawienkrieg, der ja noch nicht so weit zurückliegt, da ist eine direkte Linie dahin, von dem ausgehend, was Sie gerade erklärt haben. Also man kann in mancher Hinsicht sagen, dass vielleicht die Donaumonarchie, wenn sie ein bisschen flexibler gewesen wäre und innere Reformfähigkeit aufgebracht hätte, so etwas wie eine Vorform der Europäischen Union gewesen wäre, bei der die politische Entscheidungsbefugnis und die Mechanismen von Einschließen und Ausschließen nicht
sich so eng mit der Nation verbunden hätten, wie das im Konzept des Nationalstaates ist. Die Tragik oder Dramatik des Ersten Weltkrieges besteht darin, dass eigentlich die Nationalstaaten in ganz anderer Weise die Männer mobilisieren und zum Kampf bringen können und am Schluss diese multireligiösen, multiethnischen Imperien des Ostens zerfallen sind, mit Kosten, an denen wir heute noch tragen. Das bringt mich sozusagen auf eine Verbindung zwischen diesen beiden Themen. Also wenn man das Stichwort Homosexualität aufnimmt, das ja im Moment in Russland angesichts auch der Olympischen Spiele ja wirklich für einigen Ärger gesorgt hat und weiter sorgt, die Männerbünde, über die Sie geschrieben haben, wie hängt das wiederum zusammen? Also ich glaube, was in den Vordergrund trat am Ende des 19. Jahrhunderts, war eine Politik, die über den Körper gemacht wurde. Und das verbindet die Frage nach den Geschlechterverhältnissen, die Frage nach Homosexualität und die Frage des Rassismus. Weil alles wurde über den Körper quasi definiert. Diese Körperpolitik war deswegen so interessant für die Staaten, für die modernen Staaten, weil über den Zugriff auf den Körper die Bevölkerung reguliert werden konnte. Biopolitisch der Einzelne zu einem bestimmten Verhalten angereizt werden konnte, zum Beispiel zur Zeugung von Nachkommen. Wir hatten auch schon gerade das Thema mit der Frage nach den Geburten. Da gab es ja dann unterschiedliche Einschätzungen, wie bedroht jetzt jeweils die eigene Nation ist. Aber der Körper und die Sexualität galten auch als Garant einer normalen, gesunden Staatlichkeit. Und gleichzeitig entwickelte sich aber eine akribische Suche nach Abweichung. Also weil die Angst vor Abweichung so groß war, haben Mediziner und auch andere Wissenschaftler immer mehr danach gesucht, was ist der normale Mann und was könnte die Abweichung sein? Welches Verhalten ist das normale, erwünschte, für den Nationalstaat erforderliche, kämpferische? Ja. Und welches ist das Degenerierte, das uns schon auf Abwege bringt? Und diese Gefahr dadurch wurde eben die Idee auch von Normalität und Abweichung produziert und die Idee des Homosexuellen eigentlich erst geboren, weil diese Vorstellung von Homosexualität gab es so in früheren Zeiten nicht. Es gab zwar die Praxis, aber nicht diese Idee, dass es eine psychophysische Einheit gäbe, also einen Menschen mit einem bestimmten Charakter und einem besonderen Körper. Hat dieser Charakter eine politische Implikation? Also war er politisch besonders unangenehm auffallend? Also ich würde zunächst einmal sagen, was die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und den Ersten Weltkrieg im Bereich der Beachtung des Körpers anbetrifft, haben wir mit dem Ersten Weltkrieg den ersten Krieg zu tun, bei dem mehr Männer durch unmittelbare Feindeinwirkung den Tod finden als durch Seuchen und Krankheiten. Trotz spanischer Grippe. Trotz spanischer Grippe, die aber erst relativ spät auftritt, in der Summe aber nie diese Funktionen hat, nicht? Der Krimkrieg vorher und andere Kriege zeichnen sich dadurch aus, dass er eigentlich durchaus auch über Schlachten und Kämpfe entschieden wird, aber dass die Bedeutung von Seuchen und Krankheiten eine ungeheure Rolle spielt. Sodass also die Fortschritte der Medizin, die Hygienisierung des Verhaltens und vieles mehr, also die große Aufmerksamkeit für Geschlechtspraktiken, eine der Überlegenheiten der deutschen Armee besteht in den Kaiserpackungen und dem Gebrauch von entsprechenden Medikamenten, also der Durchsetzung von Disziplin bis ins Sexuelle hinein. Bei der Besuchung von Bordellen, die Erkrankungsraten der Soldaten dramatisch vermindern. Das heißt sozusagen, es gibt eine Funktionalität der Betrachtung des Körpers im Hinblick auf die Brauchbarkeit der Kraft und des männlichen Leibes für militärische Zwecke. Danke. Vieles spricht für die These des Historikers Fritz Stern, dass das letzte Jahrhundert im positiven Sinn ein deutsches Jahrhundert hätte sein können, denn Deutschland war in vielerlei Hinsicht schlicht das modernste Land in Europa. In Deutschland gab es mehr Patentanmeldungen und Erfindungen als irgendwo sonst. Es gab die größte Industrieproduktion und ein global leistungsfähiges Schul- und Universitätssystem, das nicht vom Ersten Weltkrieg, sondern von uns in den letzten 10 Jahren nahezu vollständig demontiert wurde. Der deutschsprachige Raum hatte weltweit Maßstäbe setzende Natur- und Geisteswissenschaftler. Jeder dritte Nobelpreis bis 1918 ging an einen Deutschen. Hinzu kommt, dass Deutschland die vielleicht lebhafteste und innovativste Kunstszene der Welt hatte damals. Sigmund Freud etwa wusste, dass Welt und Zeit damit in eine entscheidende neue Phase eingetreten waren. Geschickt datierte er daher das Erscheinungsjahr seiner Traumdeutung vor auf das magische Jahr 1900.
Um 1900 kommt es dann zu einer profunden, alles ergreifenden Umwälzung der Lebenswelten aller Schichten, aller Kontinente, auch durch Naturwissenschaft und Technik. Paris im Jahre 1900. Weltausstellung, ein Ereignis an der Schnittstelle von alter und neuer Welt. 50 Millionen Besucher strömten in die Hallen, überall neue Maschinen, neue Erfindungen. Sie ahnten, dass die technischen und wissenschaftlichen Innovationen ihr Leben grundlegend verändern würden. Eine Zeit schwindelerregenden Wandels. 1901 stiftete der Chemiker und Erfinder Alfred Nobel die bis heute bedeutendste internationale Auszeichnung für außerordentliche Verdienste in Wissenschaft, Forschung und Literatur. Deutschland ist die größte Industrienation. Sie expandiert am schnellsten. Sie meldet die meisten Patente an. Die meisten Nobelpreisträger kommen aus Deutschland. Was da in der Industriechemie passiert, im Ingenieurwesen, das sind gigantische Sachen. Naturwissenschaftliche Entdeckungen revolutionierten die Medizin. Dem Physiker Wilhelm Conrad Röntgen gelang es erstmals, den menschlichen Körper zu durchleuchten. Robert Koch entdeckte die Erreger von Milzbrand, Tuberkulose und Cholera. Noch Ende des 19. Jahrhunderts starben tausende Menschen an den Folgen dieser Infektionskrankheiten. Bahnbrechende Fortschritte erleben wir auch heute. Die Entschlüsselung des menschlichen Genoms. Die Erforschung des Gehirns schreitet durch die Neurowissenschaften voran. Der Fluch des Optimierungswahns entsteht. Die Erkenntnisse der Physik und Chemie zwangen im jungen 20. Jahrhundert zum radikalen Umdenken. Max Planck zertrümmerte mit seiner Quantentheorie das klassische Erklärmodell der Welt und Albert Einstein alle bisherigen Vorstellungen von Materie, Zeit und Energie. Das neue Wissen schaffte gleichzeitig die Voraussetzung für katastrophale spätere Entwicklungen, Bedrohungen, denen wir noch immer ausgeliefert sind. Vor 1914 entstand eine neue Qualität von Mobilität. Autos, Straßenbahnen und Züge eroberten die Städte. Flugzeuge und Ozeandampfer verbanden eben noch weit entfernte Orte. Beschleunigung auf allen Ebenen. Es gibt schon Züge, die fahren 200 Stundenkilometer. Es gibt Prototypen vom Fernsehen. Es gibt Prototypen von Elektroautos. Aber es ändert sich eben ganz besonders massengreifend. Viel mehr Menschen arbeiten in Fabriken, sind in einen automatisierten, zeitbestimmten Arbeitsrhythmus eingebunden. Große Industriestädte entstanden, wie heute in China. In riesigen Fabriken standen Arbeiter am Fließband. Massenproduktion machte Waren plötzlich erschwinglich. Wohlstand für alle bedeutete das nicht. Das gilt auch heute für die moderne, globalisierte Welt. Täglich gelangen Produkte aus aller Welt auf die internationalen Märkte und verschärfen nur den Wettbewerb zwischen Arm und Reich. Die Erfindung der Elektrizität revolutionierte das Leben grundlegend und in allen Bereichen. Und das rund um die Uhr. Besonders in den großen Städten wurde die Nacht jetzt langsam zum Tag. Das Telefon verband die Menschen direkt. Die Kommunikationswege wurden kurz. Grammophon und Kino holten die Welt nach Hause und begründeten ein neues Zeitalter der Reproduktion. Die Grundlagen für moderne Kommunikationstechniken waren gelegt, mit unabsehbaren Folgen. Wenn Sie sehen, wie heute das Internet und Handys unsere Identität verändert haben. Manche von uns haben eine zweite Persönlichkeit im Internet, einen zweiten Körper, der ist, gut, das ist eine kleine Animation, aber wie das unseren Informationsaustausch, unsere Nachrichten, unser Verständnis von der Welt verändert. Computer beherrschen unser Leben. Wer will, wird in Echtzeit über Weltereignisse informiert. Das Internet vernetzt uns mit den entlegensten Winkeln der Erde. Die Grenzen zwischen Realität und Virtualität verschwimmen. Die technischen und wissenschaftlichen Errungenschaften dieser Zeit schufen eine neue Dimension von Krieg. Massenvernichtungswaffen wie Panzer und Giftgas wurden erstmals eingesetzt und töteten Millionen Soldaten. Heute drohen uns global Szenarien, die erneut Dimensionen bisheriger militärischer Auseinandersetzungen sprengen.
Damals wie heute zerstören Kriege alles, auch die schönsten Entwicklungen. Es geht uns wie Max Weber vor 100 Jahren, der sich wie in einem Schnellzug fühlte, ohne zu wissen, wie die Weichen gestellt sind. Wenn man mal so tut, als ob man nicht wüsste, was dann gekommen wäre, was Sie ja in Ihrem Buch machen, und sich die Frage stellt, woher denn eigentlich die Innovationskraft der deutschen Wissenschaft und Technik kam. Und dass das ja zunächst mal so aussah, als ob das immer weitergehen würde. Woher kam diese Innovationskraft? Was machte das aus? Also zunächst einmal, Deutschland ist ein hungriger Neuankömmling. Ein Spätankömmling unter den Nationalstaaten. Mhm. Ein Land, das lange eher auf die Geisteswissenschaften und seine Tradition im kulturellen Bereich gesetzt hat und das in dieser Hinsicht auch konservativ ist, das aber im naturwissenschaftlichen Bereich eine Vorstellung davon hat, dass man unter den Bedingungen einer starken Konkurrenz steht. Und das führt dazu, dass die politischen Eliten eine Vorstellung davon haben, für die Entwicklung der Wissenschaft muss Geld mobilisiert werden. Und das macht Kaiser Wilhelm mit der Gründung der Kaiser-Wilhelm-Institute, die also dann später Max-Planck-Institute geworden sind. Und es gibt die Möglichkeit, sozusagen junges, unanständiges, neues Geld reputierlich zu machen, indem ein Teil davon gestiftet wird und dann wird ein Adelstitel vergeben und das Ganze wird honorig, sodass also das Mäzenatentum in Deutschland damals, vor 1914, gigantisch ist. Nicht? Und auf der obersten Ebene sozusagen angesiedelt ist. Also der Chef höchstpersönlich findet Wissenschaft, vor allen Dingen Naturwissenschaft, gut. Der Kaiser interveniert mehrfach. Und das ist erstaunlich, dass ein Mann, der sozusagen von seiner Pickelhaube und seiner Uniform und seinem sonstigen Habitus ja eher ein konservativer Typ ist, und auch in der Kunstauffassung, in den Fragen der Wissenschaft ausgesprochen modern ist. Er fördert das Automobil, er fördert den Film und er sammelt permanent Geld für die Naturwissenschaften. Es ging ja auch viel Innovation von Juden aus, also von Randgruppen, die sozusagen sich in die Wissenschaft neu einschreiben mussten und die dadurch auch ein gewisses innovatives Potenzial hatten. Also wie Freud jetzt zum Beispiel, aber auch in anderen Wissenschaftszweigen. Vor allen Dingen von Naturwissenschaftlern, nicht? Fritz Haber etwa. Genau, also es kam auch von den Personen, die das getragen haben. Freud ist vielleicht haben, nicht kriegsentscheidend, aber Haber schon. Wer weiß. Was mir immer auffällt, ist, dass die Wissenschaftler von damals als Männer galten. Heute habe ich das Gefühl, Sie können mir widersprechen, vielleicht ist das wirklich nur mein Eindruck, sind Wissenschaftler eher, ja, sind halt Männer, aber sind vielleicht ein bisschen Softies, vor allen Dingen die Geisteswissenschaftler. Also wir haben zwar immer nur noch 10 oder 12% Frauen als Professorinnen an der Universität, also der Eindruck entspricht noch nicht ganz der Realität sozusagen. Also genau, es gibt also immer noch eine männliche Dominanz, aber die Männlichkeit hat sich schon verschoben. Also interessanterweise sind Frauen eher in die Naturwissenschaften zugelassen worden um 1900 oder konnten zuerst in Naturwissenschaften reüssieren, in Medizin. Und waren längere Zeit von den geisteswissenschaftlichen Fächern ausgeschlossen. Das war sehr spannend, weil das heute genau andersrum ist, dass wir ein Frauendefizit noch stärker in den Naturwissenschaft und MINT-Fächern haben und Frauen eher in die Geisteswissenschaften strömen. Umgekehrt haben aber doch die Entwicklungen, die dann kamen, auch gezeigt, nicht nur sozusagen, wie produktiv und toll wir mit Wissenschaft und Technik sind, sondern umgekehrt, wie abhängig wir auch davon sind und geradezu also in den Materialschlachten dann später verloren von technischen Neuerungen, verloren in und durch technische Neuerungen. Naja, aber das ist natürlich eine bestimmte dann Herausforderung auch des Männerbildes und der Männlichkeit, sozusagen den Idealismus der Opferbereitschaft durchzusetzen gegen die Überlegenheit des Materials. Also sozusagen in den ersten Monaten des Krieges geht es vielleicht darum, die Angst zu überwinden und über offenes Feld einen Sturmangriff zu laufen. Aber spätestens mit dem Stellungskrieg und den Grabenkämpfen geht es darum, dem Material standzuhalten. Und das ist ja gewissermaßen das Thema von Ernst Jünger, das Standhalten gegenüber der Überlegenheit des Materials. Denn in diesem Krieg, das ist relativ früh klar, das ist eigentlich schon vor dem Krieg klar, gewinnt diejenige Seite, die in der Lage ist, mehr Material aufzubringen und gleichzeitig besser zu lernen. Und das ist ein spannender Wettlauf. Die Deutschen lernen besser, jedenfalls auf der operativen Ebene. Aber am Schluss
jedenfalls mit dem Kriegseintritt der USA, hat die Entente mehr Material. Ja. Mhm. Der technische Fortschritt hat gleichzeitig auch sehr viel Pessimismus hervorgerufen und schon sehr viel Selbstreflexion. Also was wir heute vielleicht gar nicht mehr wissen, dass da ja auch schon die erste Ökobewegung losging, die Lebensreformbewegung, ein Wunsch zurück zur Natur, die Jugendbewegung. Also es gab nicht nur diesen technischen Fortschrittshunger und die vielen Innovationen, sondern auch schon die Angst vor diesen Entwicklungen und die Furcht, dass dadurch etwas losgetreten würde, was man nicht mehr einholen könne und dass sich die Lebenswelt so verändern würde, dass sie auch zerstörerisch wäre. Also wenn man sich die Bilder anguckt von aus der damaligen Zeit, also übereinander liegende Schienen, Autoverkehr, also man fühlt sich ja unwillkürlich wirklich an Großstädte, also heutige moderne Großstädte erinnert. Kann man denn wirklich sagen, dass diese, also Neurasthenie, also diese ja, Nervenaufgeregtheit, der also vor allen Dingen viele Männer sozusagen zum Opfer fielen, dass sich das direkt vergleichen lässt mit dem, was wir heute Burnout nennen, also so ein fast depressives, einfach nicht mehr gewachsen sein? Interessante These. Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass das Pendant dazu bei Frauen die Hysterie war. Und heute auch gesagt wird, dass möglicherweise die Magersucht so ein Nachfolgephänomen ist, was auch sehr zeitgebunden ist. Und heute ein Pendant zum Burnout ist vielleicht die Magersucht, führt auch dazu, dass man bei eben Frauen nicht mehr arbeiten kann. Ja, genau. Also, weil das ja auch noch mal vielleicht geschlechtlich aufgefächert ist, obwohl es auch viele Frauen gibt inzwischen, die Burnout haben. Ja, genau. Also wenn wir in den Krieg selber hineingehen, dann ist es auf deutscher Seite zumindest eine Strategie, Deserteure nicht exekutieren zu müssen. Ah, okay. Denn die werden der Psychiatrie zugewiesen. Klar. Das ist keine freundliche Psychiatrie. Hat aber im Ergebnis, dass die Deutschen die wenigsten Todesurteile wegen Desertion verhängen und nur 3 oder 4 dieser Todesurteile exekutieren. Was eine fundamental andere Geschichte ist als die im Zweiten Weltkrieg. Erstaunlich, denn gerade, wie soll ich sagen, also gerade die Deutschen galten ja als vom harten Willen geprägt und militärischer Ordnung. Da kann man ganz gut sehen, wie sozusagen manche Klischees nicht zutreffen, nicht? Also sozusagen die Franzosen und die Italiener und auch die Briten sind sehr viel grausamer im Umgang mit, sagen wir mal, etwas vorsichtig abweichendem Verhalten an der Front, als die deutsche Seite, die sehr großzügig ist und auch einen Begriff dafür erfindet, nämlich den der Drückebergerei. Das ist kein kriegsrechtlich handhabbarer Straftatbestand. Man muss sich nur mal die großen Romane zu Beginn des letzten Jahrhunderts anschauen und man weiß, alles lief auf den Krieg heraus. Also Thomas Manns, Buddenbrooks, vor allem der Zauberberg, Marcel Proust, Suche nach der verlorenen Zeit, Robert Musils Mann ohne Eigenschaften. Und man vergisst, dass es dabei nicht um den Zweiten, sondern um den Ersten Weltkrieg geht. Diese literarischen Werke entstanden im Kontext einer Zeit, von der Robert Musil sagt, sie sei durch eine große perspektivische Veränderung, einen wirren Pulsschlag gekennzeichnet. Durch ganz Europa ging ein plötzlich alle beflügelndes Fieber, schreibt er. Die elektrische, also die Straßenbahn, saust an einem vorbei, ebenso wie der O-armige Motorradfahrer, dessen Gesicht den Ernst eines mit ungeheurer Wichtigkeit brüllenden Kindes hat, schreibt Musil. Die Zeit befindet sich in Geburtswehen, es gibt Familienzeitschriften und Künstlerhäuser, all das verbunden mit Helden-Glaubensbekenntnissen und der traurigen Einsicht, dass jeder Satz genauso wahr sein kann wie sein Gegenteil. 1913 ein Skandal, heute ein beliebter Klassiker. Igor Strawinskys Ballett Sacre du Printemps bringt vor 100 Jahren kunstsinnige Bürger zum Schäumen. Prosperität und Kultur gelten als Zeichen der Zeit. Die Kunst aber erzählt spürbar von der Kehrseite dessen. Von Nervosität, von Neurasthenie, wie das damals hieß. Zeitgenössische Kunst steht in dieser Tradition als Videokunst, als Installation, offen für weltweite Einflüsse. In expressionistischen Zeitschriften wie dem Sturm haben sich die Avantgarden unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg ausprobiert. In feurigen Programmen und wilden Debatten, schnell mit sich selbst und anderen zerstritten, Strömungen von meist kurzer Lebensdauer. Aber wir kennen sie bis heute. Sie sind als Klassiker der Moderne mittlerweile kodifizierte Hochkultur.
Und wenn Philipp Blom sie unter die Lupe nimmt, erkennt er immer noch die Spuren des taumelnden Kontinents von vor 100 Jahren. Was sich in der Kultur verändert, ist einfach, dass Künstler versuchen, in der Kunst verändert, dass Künstler versuchen, auf die Moderne zu reagieren, auf eine Gesellschaft der Massenmedien, der Automatisierung der großen Städte. Und dass sie sehen, wie Künstler einerseits fasziniert sind von diesen fragmentierten modernen Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Picasso, wie Braque, dass sie interessiert sind an dem Widerspruch zwischen der Fassade und dem Innenleben, wie zum Beispiel in Wien, Schiele und Klimt. Ganz Unterschiedliches passiert fast gleichzeitig. Der junge Mediziner Gottfried Benn schockiert 1912 mit seinem ersten Lyrikband die literarische Öffentlichkeit. Morg ist der Titel. Die Verse sind roh und für viele Ohren unerträglich. Ganz anders als der gewohnte zarte Rilke-Ton. Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt. Irgendeiner hat ihm eine dunkelhell-lila Aster zwischen die Zähne geklemmt. Im Oktober 1913 gründet sich auf dem Hohen Meißner die studentische Freideutsche Jugend. Mischt Rebellion mit Lebensreform, wendet sich gegen gründerzeitliche Selbstzufriedenheit und gegen Hurra-Patriotismus. Wird zum Ursprung von fortschrittlichem genauso wie von reaktionärem Gedankengut. Schon 4 Jahre zuvor hat der Italiener Marinetti viele Impulse dieser Jahre in seinem futuristischen Manifest pathetisch gebündelt. Der Dichter muss sich glühend, glanzvoll und freigebig verschwenden, um die leidenschaftliche Inbrunst der Urelemente zu vermehren. Das ist gesellschaftlich wirksam. Und das geht bis in die Filme hinein, die Menschen machen, bis in die Romane, die sie schreiben, bis natürlich in die Kunst, die Menschen produzieren, die Futuristen in Italien, die fasziniert sind von Geschwindigkeit, von Maschinen, davon, wie man Bewegung auf einem Bild einfangen kann. Das heißt, sie sehen, diese Beschleunigung der Zeit, das ist ein Grundmotiv, die sozusagen aus der Industrie kommt und die bis in die Kunst und bis ins intime Leben der Menschen geht. Industrie und Privatleben, Gigantomanie und Skepsis prägen vor 100 Jahren auch den Bestsellerroman von Bernhard Kellermann. Der Tunnel ist bis heute eine fiebrig pulsierende Geschichte über ein gewaltiges Eisenbahnprojekt unter dem Atlantik, über eine weltweite Spekulation. Eine Art von Technik-Thriller, ein Blick in eine nahe Zukunft, in der zwar kein Krieg vorkommt, aber heiß laufende Wirtschaftskrisen und technische Desaster wie heute. In den technischen Vorstellungen mag dieser Roman heute überholt sein, aber sein Geist lebt weiter. Im Internet, in jedem Wolkenkratzer, in den vielen neuen Metropolen, auf einem Globus, auf dem heute fast alles gleichzeitig zu passieren scheint. Das ist der Quell der Nervosität von heute, oft auch der Grund für die Brutalität von politischen Systemen, für Unterdrückung. Es ist der gegenwärtige Stachel für die Kunst, ihren Platz darin zu finden, ihren Protest gegen die Welt, wie sie ist, mit den Mitteln dieser Gegenwart auszudrücken. Also da gibt es eine Menge von Parallelen zu heute. Also diese Nervosität ist ja nur eine. Wenn man mal die These von Peter Sloterdijk annimmt für einen Moment, dass Kultur die Funktion von einem Immunsystem hat und uns also eigentlich schützen soll, dann muss man ja sagen, dann hat uns Kultur eigentlich nicht geschützt, sondern sie hat eher im Gegenteil sehr stark dazu beigetragen, uns in den Krieg, also uns damals, in den Krieg zu treiben. Was ist da in Sachen Kultur schiefgelaufen? Also man darf das natürlich nicht aus der Retrospektive jetzt überdrehen, nicht? In dem, der Weise, dass man also dann Meitner und andere herausgreift und sagt, die haben das alle schon 1913 und 1912 gesagt und gewusst und gemalt. Heim und andere, sondern wir nehmen das natürlich wahr, weil wir wissen, was 1914 passiert ist. Auch Strawinsky würden wir heute, Sacre du Printemps, anders wahrnehmen, wenn der Erste Weltkrieg nicht stattgefunden hat, sondern es wäre der Dritte Balkankrieg geblieben. Dann wären vermutlich alle diese Texte und Bilder und Balletts, die wir heute als Antizipationen der Gewalt begreifen, eher
Abgesänge auf ein Zeitalter der Gewalt gewesen, das nunmehr zu Ende gegangen ist und so weiter. Ich zitiere normalerweise nicht, aber Stefan Zweig schreibt, und ich finde es wirklich toll, viele deutschen Dichter, Zitat jetzt, meinten ihr Teil am besten zu tun, indem sie die Begeisterung der Massen stärkten und die angebliche Schönheit des Krieges mit dichterischen Appellen oder wissenschaftlichen Ideologien unterbauten. Fast alle deutschen Dichter, nennt ein paar, glaubten sich verpflichtet, wie in urgermanischen Zeiten als Barden die vorrückenden Kämpfer mit Liedern und Runen zur Sterbebegeisterung anzufeuern. Schockweise regneten Gedichte, die Krieg auf Sieg, Not auf Tod reimten. Feierlich verschworen sich die Dichter, nie mehr mit einem Franzosen, nie mehr mit einem Engländer Kulturgemeinschaft haben zu wollen. Ja, mehr noch, sie leugneten über Nacht, dass es je eine englische, je eine französische Kultur gegeben habe. Alle Intellektuellen, links oder rechts, sind mobilisiert worden. Ja. Wie hat man das geschafft? Ich meine, der Erste Weltkrieg ist ein Krieg aller europäischen Gesellschaften, die sich selber mobilisieren. Sie werden nicht mobilisiert, sondern es gibt eine gesellschaftliche Selbstmobilisierung. Und diejenigen, die eben keine Waffen tragen können, und das gilt ja für die meisten derer, die hier zu nennen wären, führen einen Krieg der Worte und der Bilder. Okay, das vorher, bevor der eigentliche Krieg stattfindet. Ja, auch dann. Im August 1914 fangen die dann gewissermaßen Wehrdienst mit dem Stift an. Und das ist bei den Deutschen besonders dramatisch darum, weil, das klingt paradox, aber es gehört zu den Paradoxien dieses Krieges, weil die Deutschen eigentlich nicht wissen, warum sie in den Krieg zielen. Sie wissen nicht, was sie in dem Krieg erreichen wollen, und sie wissen nicht, was sie mit dem Krieg erreichen wollen, um die Clausewitzsche Zielzweckunterscheidung aufzunehmen. Und streiten im Krieg ja noch über die richtigen Ziele und darüber, wer der Feind eigentlich ist. Wer der Feind ist, nicht? Und also sozusagen werden die Philosophen, die Schriftsteller, also sagen wir kurz zusammengefasst, die Intellektuellen mobilisiert, und sie tun das in bester deutscher idealistisch-philosophischer Tradition, indem sie als die großen Sinnstifter auftreten. Mhm. Das, glaube ich, muss man im Auge behalten. Politische Defizite, kulturelle Kompensation. Mhm. Stimmen Sie dem zu? Ich glaube, der Idealismus hat eine große Rolle gespielt, wenn man das so nennen will. Also diese Schwärmerei, diese Germanenschwärmerei, diese Begeisterung fürs Patriotische, die dann an die direkt appelliert wurde und die schon vorbereitet war. Also es gab relativ wenig Widerstand gegen diese Art zu denken. Also das ist vielleicht was man der Kunst in gewisser Weise vorwerfen kann, dass sie wenig Widerstandspotenzial bereitgestellt hat. Sie hat eher eben sehr stark an Gefühle appelliert. Also wenn man jetzt die Jugendbewegung anguckt und die Fidus-Bewegung zum Beispiel, also die Art, wie Bilder produziert wurden in der Jugendbewegung, die ganz bewusst auf Gefühl und Romantik gesetzt haben, die weg wollten von der reinen Rationalität, was man wieder auch verstehen kann, wenn man sich das 19. Jahrhundert ansieht, dass die Jugend gesagt hat, wir wollen nicht wie unsere Väter verknöchert und rein intellektuell sein, wir wollen auch Gefühle haben, wir wollen Emotionen haben und Eros, das soll mit dazugehören, und wir wollen schwärmen können, wir wollen fühlen können, also dieses Gefühlsmäß, dass das Gefühl so eine große Rolle gespielt hat. Das war in gewisser Weise eine Entdeckung der Jugendbewegung und auch neu und hat auch hineingeführt in dieses Schwärmen für den Krieg. Also es hat auch schon Ausschlüsse zum Beispiel produziert 1913, bevor der Krieg überhaupt angefangen hat, hat man sich schon Gedanken gemacht, ob Juden weiterhin in der Jugendbewegung mitwandern dürften, und ist zu dem Schluss gekommen, dass es gefühlsmäßig nicht passen würde. Also diese Art zu denken, die das Leben aus dieser Gefühlsperspektive in erster Linie betrachtet. Also ich verstehe ja, dass man das in Dienst nimmt, sozusagen, wenn der Krieg schon läuft. Aber viele konnten doch vorher wissen, was so ein Krieg bedeutet. Es gab ja auch die Friedensbewegung, das muss man ja fairerweise auch sagen. Also es war ja nicht ganz so, dass alle nur dafür waren. Aber das scheint nicht wirklich gezündet zu haben. Doch. Ich glaube, sozusagen das Schlimme ist, weil man ziemlich genau wusste vorher, was ein Erschöpfungskrieg in Europa bedeutet, weil das von Friedrich Engels und August Bebel, dem polnischen Bankier Jan Bloch, aber auch dem britischen Journalisten Angerl und für die Konservativen von dem alten Moltke, dem großen Sieger von Königgrätz und Sedan, beschrieben worden ist, dass er im Prinzip die Zerstörung des gesellschaftlichen und ökonomischen Lebens darstellen würde, ein solcher Krieg, betreiben alle Generalstäbe eine offensive Kriegsplanung, um nämlich den Krieg nicht als Erschöpfungskrieg, sondern als Krieg über Entscheidungsschlachten zu führen. Weil man also antizipiert, was der Fall sein könnte, plant man etwas,
was contra intentionem dann dazu führt, dass genau das eintritt. Das, glaube ich, muss man im Auge behalten. Man wusste sehr genau, was ein solcher Krieg heißt. Man ist nicht blind hineingegangen, aber man hat Hybris von mir aus geglaubt, man könne bei den Deutschen durch perfekte Organisation, durch Gebrauch des Eisenbahnsystems, durch Beschleunigung gewissermaßen einen Krieg führen, der nach Fahrplan läuft. Diese Beschleunigung ist ja sozusagen völlig gegen die Wand gefahren im Stellungskrieg. Da haben wir sozusagen völlige Entschleunigung auf eine tödliche Art und Weise. Aber das scheint den Enthusiasmus ja seltsamerweise nicht gebremst zu haben. Ja, auch hier wieder aufgrund eines ganz eigentümlich paradoxen Zusammenspiels, nämlich der Beschleunigung der Schussfolge, also sozusagen der Krieg wird langsam durch das Maschinengewehr. Das schneller wird. Einen undurchdringlichen Zauber von Vernichtung auf eine Fläche legen kann, in Verbindung mit einem so primitiven Instrument wie Stacheldraht. Und das macht den Krieg langsam. Und über 4 Jahre arbeiten die Strategen und Taktiker aller Seiten daran, wie man ihn wieder in Bewegung bringen könne. Panzer, Flugzeuge, Flammenwerfer und derlei mehr. Sie schaffen das nicht wirklich, sodass also der Krieg mehr als 4 Jahre als Erschöpfungskrieg geführt wird. Frau Bohns, Sie wollten, glaube ich, noch was anmerken. Ich war noch bei der Logik, also, die in den Krieg hineingetrieben hat. Also, dass es auch darum ging, dieses sozialdarwinistische Denken, das viele motiviert hat, dass diese Angst umging, selber degenerieren zu können und man müsse etwas tun, handeln, in den Krieg ziehen, um das eigene Überleben zu stabilisieren. Das ist auch eine Logik, die aus dem kolonialen Kontext kommt. Mhm. Und Rosa Luxemburg hat ja mal gesagt, man kann... Angst vor dem Schwarzen. Ja, Angst vor dem Schwarzen. Aber sie hat gesagt, dass Imperialismus und Kriege eng zusammenhängen. Imperialismus Kriege hervorbringt. Und ich glaube, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Also diese Sorge, dass man selber degenerieren könnte und sich retten könnte durch die Tötung anderer. Diese absurde Logik, die durch den Sozialdarwinismus eingeführt worden ist. Das, und die man auch selber ausgeübt hat in Bezug auf die Kolonisierten. Also dort wurde ja von Vanishing Races, von vermeintlichen Bevölkerungsgruppen, die einfach so verschwinden sollten, ausgegangen. Und man hat ja auch dazu beigetragen, dass diese Menschen massenhaft gestorben sind in den kolonialisierten Ländern. Und gleichzeitig hatte man eine wahnsinnige Furcht, dass das zurückschlagen könnte und man selber degeneriert und zu denen gehört, die nicht auf der Sieger- und der Sonnenseite der Welt sitzen. Und ich glaube, dass das auch so eine fatale Logik erzeugt hat. Entweder oder. Entweder wir sind die Sieger oder wir sind die absoluten Verlierer und gehen unter. Und in dieser Logik hat sich so eine Kriegsbegeisterung leichter herstellen lassen. Rosa Luxemburg hat sicherlich immer ihren sprachlichen Charme, aber empirisch ist das falsch, was sie sagt. Vermutlich hätte eigentlich Karl Kautsky mehr Recht gehabt mit der Auffassung, die der ihren entgegengesetzt war, nämlich dass es einen sogenannten Ultra- oder Superimperialismus gäbe, in dem sich die europäischen imperialistischen Akteure verständigen, um gemeinsam die Welt zu beherrschen. Und es sind dumme Zufälle in Sarajevo, die dazu führen, dass sich diese Imperialismen gegenseitig zerstören, was Lenin dann, nachdem das der Fall ist, zu einer großen Theorie ausbaut. Aber das macht er erst 1916. Na, da hat es jeder gemerkt. Sie erinnern sich an den Anfang der Sendung. So ähnlich wie ein Krieg brutale Schäden in der Natur zurücklässt, hinterlässt er auch über Generationen innerlich und äußerlich verkrüppelte Menschen. Die Beschreibung des Alltags beispielsweise in den Schützengräben ist der blanke Horror. Und ich frage mich als jemand, der das Glück hatte, nicht im Krieg sein zu müssen, wie die Menschen das damals überhaupt haben aushalten können. Noch in jedem Krieg wich der Heroismus des Anfangs, der Erkenntnis, wie elend auch dieser Krieg ist, bis auf die wenigen Zyniker, die einfach von jedem Krieg profitieren. Uns erscheint heute der Erste Weltkrieg als das Finale einer langen Entwicklung. Dieser Krieg war ein Superlativ. Nie zuvor wurden so viele Soldaten rekrutiert. Es gab nie zuvor so viele Tote. Diejenigen, die damals den Krieg herbeiwünschten, vor allem die Intellektuellen, gleich ob links oder rechts, sahen im Krieg den krönenden Abschluss ihrer jeweiligen Wünsche und Machtfantasien. Die Frage also ist, musste alles auf diesen Krieg zulaufen? Im Nachhinein scheint es heute, als seien die Ursachen eben doch viel komplexer einerseits und die Lage unklarer andererseits. Schauen wir also noch mal kurz hin. Europa zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Kleine Nationen werden geboren, große Reiche stehen vor ihrem Ende. Ein komplexes Geflecht aus Allianzen durchzieht den Kontinent.
Nach zwei Kriegen auf dem Balkan steht die Region unter Spannung. Dort, in Sarajevo, steigt am 28. Juni 1914 der österreichisch-ungarische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand mit seiner Frau Sophie in einen Diplomatenwagen. Wenige Minuten nach diesen Aufnahmen sind beide tot. Erschossen von einem bosnischen Serben. Der Terrorakt hat verheerende Folgen. Österreich-Ungarn setzt Serbien unter Druck, erklärt ihm schließlich den Krieg. Mit dabei ihr Bündnispartner, das Deutsche Reich. Es folgt eine weltweite Kettenreaktion aus Kriegserklärungen und Bündnisfällen. Das fragile Kartenhaus Europa stürzt in sich zusammen. Der Erste Weltkrieg beginnt. Es ist ein neuer Krieg mit neuen Waffen und nie dagewesenen Opferzahlen. Sieger und lange Zeit auch Historiker schreiben dem Deutschen Reich die Hauptverantwortung für diese Eskalation zu. Mit seinem Militarismus, seinen Großmachtbestrebungen und nicht zuletzt der Arroganz seines Kaisers. Doch stimmt das wirklich? Der australische Historiker Christopher Clark lehrt in Cambridge, nach seiner Auffassung sind alle beteiligten Nationen gleichermaßen schuld am Krieg. Dass alle sozusagen mit daran beteiligt sind, dass es sich hier um eine europäische Katastrophe gibt. Nicht um sozusagen um einen Anfall seitens einiger Bösewichter gegenüber die friedliebenden Nachbarn. So einfach ist es nicht. Müssen wir heute mit anderen Augen auf die Entwicklungen der Jahrzehnte vorher und den Beginn der Katastrophe schauen? Wir haben eben ja kurz, als der Film lief, darüber geredet, dass es wirklich, wir können das jetzt nicht ausführen, das kann man aber in Ihrem Buch sehr gut nachlesen, dass es wirklich Zufall war, dass diese Schüsse, diese tödlichen Schüsse gefallen sind. Also Schlamperei der Organisation und so weiter, kann man jetzt viel drüber reden. Heute sind sich doch die Historiker darüber einig, auch die Politikwissenschaftler, dass dieser Krieg nicht notwendig war. Das hat man ja lange Zeit geglaubt. Ja, ich glaube, das hat damit was zu tun, dass es unerträglich gewesen ist, sich vorzustellen, dass durch einen Zufall in Sarajevo dieser Krieg stattgefunden hat mit seinen 17 Millionen Toten. Und wenn er nicht stattgefunden hätte, dann kein Faschismus in Italien, kein Nationalsozialismus in Deutschland, kein Stalinismus in... Kein Zweiter Weltkrieg. Kein Zweiter Weltkrieg. Das heißt, das kann man nicht ertragen mit der Vorstellung, das sei ein dummer Zufall gewesen, nicht? Und sozusagen somit in den spitzesten Äußerungen, die Steven Pinker in seinem großen Buch über Gewalt gemacht hat, war der Satz, wer ist die wichtigste Figur des 20. Jahrhunderts? Und er sagt Gavrilo Princip, also der Attentäter von Sarajevo. Das heißt, Imperialismustheorien, Militarismustheorien, Determinationstheorien sind so etwas wie ein Beruhiger gewesen, um die Macht des Zufalls zu ertragen. Was wir aber daraus lernen, ist eigentlich oder lernen sollten, ist Institutionen zu bauen, die geeignet sind, den Zufall aufzufangen. Haben wir die heute? Also was ich bei Ihnen gelernt habe im Buch ist, Deutschland ist das Reich der Mitte. Da gibt es eine Analogie zu China, können wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr drauf eingehen. Die Deutschen haben es zweimal vergeigt, diese Position einzunehmen. Jetzt, 2014, sind wir erstaunlicherweise genau wieder in einer solchen Situation. Starkes Reich der Mitte sozusagen, ähnlich wie 1914. Haben wir die Institutionen inzwischen, die uns davor bewahren, dass es das dritte Mal schiefläuft? Ich glaube, dass wir sie in Europa haben, von der OSZE über die EU bis eingeschlossen zur NATO. Nicht die NATO, die dafür verantwortlich ist, dass die Griechen und die Türken in den letzten 30, 40 Jahren nicht aneinander geraten sind. In Europa haben wir sie, wir haben aber natürlich nach wie vor die Probleme und die Herausforderungen an die Deutschen, eine kluge Politik zu machen. Eine Politik, bei der das Problem ist, man darf sehr viel weniger Fehler machen in der Mitte als an der Peripherie. Was uns Sorgen machen muss, ist, ist die Peripherie in Europa, aber ist auch, dass es diese Misstrauen blockierenden Institutionen und den Zufall limitierenden Institutionen in Ostasien so nicht gibt, sodass also die Analogie zu China und zu Japan und den anderen Akteuren eigentlich sagt, naja, was hindert daran, dort daran, dass dumme Zufälle eine solche Macht bekommen? Insofern kann man auch von der Geschichte nur bedingt lernen, weil man diese Zufälle nicht im Griff hat.
Naja, man kann schon lernen, nämlich man kann lernen, dass man die Zufälle, dass man denen möglichst wenig Einfluss auf den Gang des Geschehens zubilligen darf. Ja, Sie hatten eben die Kolonien und den, da haben wir auch jetzt kaum drüber gesprochen, dass der Erste Weltkrieg ja weitergeht, also Türkei zum Beispiel erst in den 20er Jahren eigentlich zu Ende ist. Sie hatten die Kolonien ins Spiel gebracht und die Frage der Globalisierung damit indirekt. Sehen Sie da deutliche Unterschiede zu heute? Ist das eine direkte Linie? Es ist sicher nicht genau das Gleiche, weil die Formen, wie Macht ausgeübt werden, heute anders sind als die, die im Kolonialismus ausgeübt worden sind. Allerdings, sie sind indirekter, aber manchmal nicht weniger tödlich. Also wir brauchen können wir nur nach Afrika ja genau, zu schauen, wenn wir können Krieg sicherlich von neokolonialen Strukturen sprechen, die durch bestimmte Wirtschaftsverhältnisse, durch bestimmte Fragen, wie geht man mit Schulden um, aber auch durch Ausbeutung natürlich direkt von Ressourcen anderer Länder nach wie vor eine Rolle spielen. Womit wir beim Kapitalismus wären, und das wäre meine letzte Frage an Sie, es bestand ja mal die Idee, dass dieser Krieg ja gar nicht ausbrechen würde, weil die Leute in allen Ländern Kapitalisten sind, jedenfalls die führenden Unternehmer, die wollen miteinander Geschäfte machen, die töten sich nicht gegenseitig. Das hat überhaupt nicht gestimmt. Hat nicht gestimmt. In der Tat. Also vor 1914 war das Maß der ökonomischen Verflechtung in Europa und global so hoch, wie es eigentlich erst in den 1970er Jahren wieder geworden ist. Gerade diejenigen, die dann besonders intensiv gegeneinander Krieg führen, nämlich die Deutschen und die Briten, sind wirtschaftlich so etwas voneinander, aufeinander angewiesen, wie man sich das kaum vorstellen kann. Sie führen trotzdem Krieg. Das muss uns etwas zu denken geben, wenn wir sagen, ja, die USA und die Chinesen werden nicht aneinander geraten, weil sie ökonomisch so verflochten sind. Es gibt eine Form gewissermaßen von Unvernunft, die gegen den Wohlstand agiert, die wir hier sehr genau beobachten können. Könnte ja sein, dass Benjamin doch recht hat. Der meinte, na ja klar, wenn ich die Sachen vernichte, kurbel ich die Wirtschaft an. Das ist eine Möglichkeit, auch den Kapitalismus auf eine sehr destruktive Art und Weise wieder ins Spiel zu bringen. Trotzdem, Josef Schumpeter. Wenn wir jetzt von Europa als supranationalem neuen Staat sprechen, finde ich auch, dass man trotzdem noch mal gucken muss, dass nicht sich die gleichen Fehler wiederholen, die der Nationalismus eben um 1900 gemacht hat. Dass wir aufpassen, was passiert also an Patriotismus. Also wie gehen wir mit den anderen um? Was passiert an den Grenzen, an den Rändern Europas? Und wie möchten wir diese Supranation gestalten, damit sie nicht zu weiteren Kriegen führt oder auch nicht zu weiteren Toten. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sie finden weitere Informationen wie immer auf unserer Internetseite. Zweimal kam Deutschland nicht damit zurecht, Zentralmacht in Europa zu sein, haben wir eben gesagt. Zweimal versagte Deutschland als Reich der Mitte. Ein Umstand, den China sich heute eben genauer ansieht, um zu lernen, denn das Land ist in einer ähnlichen Lage in Asien geraten, könnte man sagen. Deutschland ist nun einmal nicht nur geografisch Mitte Europas und es kann nur gemeinsam mit anderen, das sprachen Sie gerade an noch, eine gute Mitte sein. Bei allen erschreckenden Parallelen, die es zwischen 1914 und 2014 gibt, lautet die gute Nachricht, beispielsweise auch in Christopher Clarks Buch Die Schlafwandler, es hätte eben auch ganz anders kommen können. Damals wie heute gilt, wir können die Zukunft gestalten. Wir müssen allerdings lernen, eine der großen Lektionen des Ersten Weltkriegs, Kriege sind nicht beherrschbar. Krieg ist immer Untergang, gleich wo er stattfindet. Also arbeiten wir zusammen. Wir können das, indem wir kooperieren und uns, auch wenn es schwerfällt, im Politischen um Weisheit bemühen. Schönen guten Abend.